Und willkommen zu einem weiteren kleinen Let's Play, einer kleinen Let's Play Folge von unserem wunderbaren Wieso kann ich? Ach, jetzt. Ja, willkommen zur Let's Play Folge von Let's Play World of Warcraft. Ja, heute geht's mal weiter. Also ich muss sagen, das geht schon ein bisschen mehr ab. Ist zwar auch ein bisschen schwerer zu spielen. Ach, da hat der Laune. Wobei ich das Prinzip irgendwie noch nicht so ganz begriffen habe. Und ich muss mich daran gewöhnen, dass ich immer in Reichweite bleiben muss. Ach, hier ist aber wieder. So, fertig. Ja, wie gesagt, ich muss mich da noch ein bisschen dran gewöhnen. So, erstmal, weil ich wusste, Verstärker ist echt noch ein bisschen schwerer für mich. Ja, das haben wir geschafft. War gar nicht so schwer eigentlich. Ja, es spielt sich zwar schwieriger, aber wir sind auch nochmal, also wir können auf jeden Fall ein bisschen was ab. Wir haben, wie viel Leben? Ja, mehr als der Tank. Mit der, was soll's machen? Ja, der Achter ist schon weitergelaufen. Na dann, mal weiter. Sogar ein Schurken. Nee, Schurke spiele ich auch immer nochmal. Da hab ich auch mal wieder Bock zu. Das ist ein richtig schön lockeren Schurken. Und was man gewöhnen muss, ist die Tastenbelegung. Da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen, weil das ist jetzt ein bisschen anders. So. Das spielt sich echt komisch. Ich muss mich echt konzentrieren, Freunde. Wenn ich jetzt gerade nicht so viel rede, dann liegt das daran, dass ich mich hier konzentrieren muss, denn die Spielweise ist noch nicht so ganz so einfach bis jetzt, finde ich. Irgendwie war das früher ein bisschen einfacher. Aber egal. Das machen wir schon. Ich knüppel den einfach mal um. So. Ja. Ich freue mich auch auf Waffe des Mahlsturms. Ich muss echt mal. Normalerweise gucke ich mir ja keine Guides oder sowas an, wie man sowas macht. Na, das mache ich normalerweise nicht. Aber ich glaube, heute werde ich das echt mal tun müssen, weil so ist das Ganze echt merkwürdig. So. Na, 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 na. Ich werde euch brechen. Okay. Bam. Das heißt, wir sollen mal Flammenzunge aktiv halten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, jetzt den. Jetzt wieder. Tritt mich doch, du Idiot. Das macht gar nichts. Und Flammenzunge aktiv halten. So. Jetzt einmal hier. Rums. Und wieder. Ein Stück Eisen. Tja, was für ein Krieger, nicht für uns.
seid so weit gekommen, nur um hier zu sterben. Ich werde euch mit einem raschen... Egal, wir machen das so. Ich bekämpfe mal ihn hier. Lustigerweise spielt er sich für sowas eigentlich ziemlich gut. Da, zack, zack und weg. Das wiederum war schon ziemlich krass. Fand ich. Ne? Es ist natürlich nicht so lockerlässig mit dem Schaman, mit dem anderen, aber für diese Instanz, glaube ich, langt das. Wir können das nochmal raudern. Können wir jetzt auch an. Oh, hier sind noch mehr. Naja, egal. War das nicht so, dass wenn man ihn angreift, dass ihn das alle dann kommen? War da nicht irgendwas? Egal, ist nicht mein Ding. So, zack, und zack. Ja, deine Legende. Welchen Verrat? Was redet die Alte da? So, wo ist sie hin? Kann ich schon ansprinten? Nein, kann ich nicht. Na komm. Und jetzt geht's nicht wieder weg. Aber das mit der Regeneration ist irgendwie noch ein bisschen das Problem. Na, also ich bin hier wirklich nur am Tastenklicken und dann eigentlich nur am Zaubern. Aber es macht Spaß. Aber das ist mir irgendwie ein bisschen zu stressig. Wobei das Schwert ist zum Beispiel auch gut. Ich glaube, wir skillen aber jetzt diese Folge wieder oben. Also wir werden jetzt die Runde noch zu Ende machen, dann werden wir die letzten Viecher töten und dann ist auch gut. Die Klinge des Gesalb. Hab ich die zufällig gefunden? Die gesalbten Klingen. Nee, wo sind die denn? Wo sind denn hier die Klingen des Gesalbten? Pass auf, wir haben ja noch eine Quest hier. Die Klingen des Gesalbten. Und wir müssen aber irgendwie noch rausfinden, wo die sein sollen. Denn das zeigt er uns nicht an. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die hier hinten drin sind. Weil da hinten war nämlich früher noch ein extra Boss. Weil ich habe bis als kleines Gimmick das gelassen. Weil gefunden haben wir sie bereits nicht. Bis jetzt nicht. Ach toll. Sind die schwach? Ich glaube, wir versuchen mal etwas, okay? Wenn wir sterben, ist das halt so. Aua. Aua. Das ist schon ein bisschen beeilen, sonst haben wir nicht ein Problem. Hey. So, jetzt geht's. Jetzt können wir nämlich das wieder machen. Jetzt geht's wieder. So langsam können wir sie einschätzen. Also wir schaffen die Gruppe anscheinend. Aber unsere Heilung, das, Mann, das ist ja nicht normal. Wir heilen uns, wir haben eine kleine Mobgruppe erledigt. Spielt sich zwar extrem merkwürdig. Geht aber. Gibt's das noch? Ja, das gibt's noch. Aber er ist tot. Okay, den Trick, also das gibt's hier aber hinten noch. Okay, das wollte ich wissen, das hier gibt's, aber hier gibt's die Klingen auch nicht. Vielleicht bekommt man die von irgendeinem anderen Kreuzfahrer. Vielleicht bekommt man die auch da hinten erst. In deren Hallen. Das kann auch sein, dass sie da hinten erst liegen. Egal, wir lassen die mal leben und suchen mal weiter nach diesen Klingen, weil das interessiert mich nämlich wirklich. Wo zur Hölle sind diese komischen Klingen? Vielleicht sind sie hier ja irgendwo. Nein, hier sind sie nicht. Das wäre auch ein bisschen zu einfach gewesen eigentlich. Vielleicht auf der anderen Seite. Weil die haben sie weggeräumt. Ah, drei sind, glaube ich, ein bisschen zu krass. Oh, scheiße. Wir sind im Kampf. Na, Glück haben kommt nur der eine, wenn wir Glück haben. Ja, das war's. Das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht.
Das können wir so nur verpissen. Und hoffen, dass wir es schaffen hier raus. Wobei, ich kann die Instanzgruppe jetzt ja jetzt verlassen, oder? Ja! Überlebt. Überlebt, überlebt, überlebt. So, und wir skillen auch direkt wieder um. Denn das ist zwar lustig und macht Spaß, so zu spielen, aber... ich hatte jetzt keinen besonderen Vorteil irgendwie gesehen. Also, wieder umziehen. Hoffentlich einmal kurz unseren Scheiß hier, den wir gefunden haben. So, einmal reparieren. Das kann weg, das kann weg. Das kann auch weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das und das und dieses auch. So, jetzt holen wir uns einmal unseren ganzen Kram hier zurück. Wir stellen wieder um und holen uns dann seinen Kram zurück. Und in der Zeit melde ich mich nochmal für an. So. Einmal zur Bankier. Einmal unseren ganzen Kram hier wiederholen. Und einmal umziehen. So. Dann kann der ganze Kram wieder hier rein. Unsere Verstärkerausrüstung. Und dann sind wir wieder komplett. Ja, das ist doch schon mal was. So, das haben wir alles fertig. Ja, dann warten wir mal auf die nächste Quest. Aber jetzt können wir auch wieder rüberfahren. Jetzt wir wollten ja rüber. Das können wir jetzt dann machen. Übrigens, die Sandsteindrachen habe ich auch. Also, ja. Ich weiß gar nicht, was ich auch als Gesamtspielzeit habe in WoW. Dürfte aber recht viel sein. Aber naja, ich verstehe auch dieses Argument nicht, wenn man sagt, ja, jeder Suchtknochen spielt WoW. Das stimmt doch gar nicht. Ich kenne so viele Leute, die einfach nur so ein bisschen nebenbei... die einfach nur Nachmittag nach ihrer Arbeit so ein bisschen zocken und so. Nicht so Hardcore-mäßig. Ja. Ist doch nicht so schlimm. Na, selbst wenn. Ich meine, das muss ja jeder selbst entscheiden und jeder muss das selbst wissen. Ob er das möchte oder nicht. Aber jetzt wollte ich noch mal was schauen. Und zwar... welches Level haben wir? 34. Das geht ja recht flott. Wie lange spielen wir jetzt insgesamt? 8 Stunden. Oh, das passt schon. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben zwar nur 14 EP ausgeruht, aber gut. Ja, ich habe mir wie gesagt hier SCADA installiert, weil das irgendwie noch... weil irgendwie spackt. Bei mir wird aber mir spackt Dings nämlich rum. Hier heißt das noch Recount. Dann kriege ich mich 1 FPS. War das in einem Grund, habe ich eine falsche Version. Das heißt, er kennt die anderen nicht. Und fängt dann an mit allem möglichen Scheiß. Das heißt, er bekommt alle möglichen Fehlermeldungen. Sobald irgendeiner eine Fähigkeit hat, gibt es eine Fehlermeldung. Und das ist natürlich in der Instanz so krass, dass das kann der PC nicht mehr. Und dann habe ich irgendwie ein FPS. Das ist in der Probeaufnahme letztens erschienen. Deswegen hatte ich auch auf einmal einen kleinen Levelfortschritt, obwohl ich an sich gar nichts gemacht habe. Das ist Schlingendonntal, das brauchen wir nicht. Wir wollen Unterstadt. Nach Nordend ist da natürlich. Und nach Schlingendonntal. Können wir da nicht auch hinfliegen? Schlingendonntal? Könnten wir. Schaffen wir das noch? Ja. Natürlich nicht. Ich wollte jetzt eigentlich hier mit denen noch rüberfliegen, aber... zu knapp. Aber das heißt, das andere müsste doppelt kommen, dann nach Unterstadt. Von da aus könnten wir dann in die anderen Königreiche reiten. In die östlichen und da nebenbei noch ein bisschen questen. Questen. Okay. Was hat er jetzt hier? Was? Müsste gerade im Unkümmer gestartet sein? Hä? Okay. Naja, aber was ich noch erzählen wollte, was ich in den letzten Folgen leider vergessen habe. Wir werden in diesem Let's Play, wie gesagt, hier alles machen und auch questen. Also wir werden auch questen. Ich habe ja gesagt, wie man es normalerweise spielt. Also nicht nur ansonsten, nicht nur questen, sondern wir werden, ich denke mal, in Nordend werden wir ein bisschen questen, da ich da extrem Bock drauf habe, weil das war mein Lieblings-Addon. Wir werden in den verheerten Inseln ungeschwänzte questen. Pandaria werden wir hauptsächlich Instanzen machen, weil ich es hasse. Ja? Ich hasse Pandaria. Ich hasse dieses ganze Addon. Echt. Ja, und so weiter. In Nordend wird das Ganze, wie gesagt, da questen wir. In Draenor werden wir wohl auch questen. Ja, weil die Quests sind auch ziemlich geil und die Scherbenwelt werden wir wahrscheinlich auch durchrushen. Also da werden wir, wie gesagt,
ordentlich vorher, ruhe ich mich irgendwie voraus, jetzt auch nicht aufnehmen, dann einmal ausruhen, dann knacken wir die irgendwie zwei Sessions. Knacken wir dann einmal durch die Schermwelt, diese 10 Stufen, das ist gut. Weil ich finde die Schermwelt auch nicht so krass. Also, ich fand sie damals cool, das Addon, aber heute ist es irgendwie nicht mehr so geil. Ne? Aber gut. Na, Drino wird spannend. Dings wird spannend. Hier. Wie heißt es denn noch? Legion. Da werden wir auch nicht questen. Pferden, Inseln. Und ja. Wie alt WoW eigentlich auch schon ist. Was oft auffällt an solchen Sachen, fällt es halt auf, weil die Texturen sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Auch hier das Modell ist einfach nicht mehr, ne? Nicht mehr so modern. Aber ich bin ja der Überzeugung, dass sie da noch was machen werden. Ich denke mal, im nächsten Addon oder übernächsten werden sie, glaube ich, das wirklich alles noch neu machen. Dann werden sie es komplett erneuern. Oder sie machen ganz neues Spiel. Was ich aber nicht glaube, weil solange WoW vernünftig läuft, und es ist ja technisch auch immer, es läuft ja technisch auch immer super, ne? Werden sie es, glaube ich, nicht ändern. Da werden sie da, glaube ich, nicht viel machen. Aber gut. War das seit 11 Minuten? Leute. Ist das normal? So, die Quest haben wir auch noch aufgenommen. Ihr müsst nicht immer auf die andere Seite. So. Oha, Buch von Sagaras. Ich bin ja gespannt, wie das Endgame von Legion wird. Legion als Endgame habe ich noch nicht gespielt. Ich habe das ganze Content noch nicht. Das wird spannend. Na, das mache ich mit euch als Let's Play. Das wird lustig. Ich denke mal, das wird ziemlich interessant auch. Na, wie entwickelt sich das Ganze? Wie passiert das? Wie jenes? Ne? Was ich auch unbedingt noch hochspielen muss, ist ein Jäger. Das muss ich auch unbedingt noch hochspielen. Wobei, ich glaube, ich habe sogar einen. Kann ich mal in die Taschen gucken? Ne? Ich weiß es. Habe ich das? Bin ich schon eingeloggt? Ne, ich habe mich jetzt nur mit Dings eingeloggt. Naja, egal. Egal. Wir werden aber mal schauen, wie das läuft. Da früher, überleg mal, früher gab es Kalimdor, also die Königreiche, Basta. Und Pandaria, verehrten Inseln, Nordend. Langsam wird die Karte voll, Jungs. Überleg mal, die verehrten Inseln sind von Nordend gar nicht so weit entfernt. Ne, versuch das mal zu erklären. Oder Nordend, als es dann endlich, als dann Lich King kam, als es dann hier endlich diesen Flugpunkt gab. Diesen nach Nordend. Der Hafen der Vergeltung. Das war auch krass. Und Lordaeron, dass man jetzt in Lordaeron auch hinten rumlaufen kann. Ich habe mich immer gefragt, was da ist. Heute wissen wir es. Puff. Ich wechsle mal auf meinen kleinen Wolf hier und dann reiten wir mal vorwärts. Ja. Ich habe auch Post vom Auktionshaus. Aha, wir haben anscheinend was verkauft. Dann stelle ich mal kurz die Suche auf. Stadtbevölkerung. Briefkasten. Danke. Ja, das war's. So. Ja, hier werden wir auch nochmal starten. Und ich will nochmal, wie gesagt, einen Jäger will ich unbedingt mal spielen. Ich will nämlich nochmal, einer meiner ersten Charaktere war ein Hexenmeister. Und danach hatte ich einen Jäger gespielt. Den Jäger hatte ich auch recht weit gespielt. Und Hexenmeister habe ich zugelassen. Ich will nämlich unbedingt Hexenmeister nochmal spielen. Und den Jäger. Und ich weiß noch nicht, was von beiden ich als, ja, zum Leveln nutze. Was ich dann so, ich brauche ja irgendeinen Charakter, den ich zum ganzen Durchspielen nehme. Was ich erzählt habe, von wegen, dass ich alle Quests machen möchte. Ich möchte die komplette Geschichte mal erleben. So als kleines Rollenspiel. Das werde ich auch nicht als Display machen, weil es einfach viel zu lange dauert. Ja. Es gibt so viele geile Quests. Aber hier rusht man. Ne, hier rusht man einfach durch. Ne? Hier wird durchgerissen, weil einfach. Es ist halt so. Ne? Die Quests, die ihr kennt, die Anfangsqueste sind bekannt. Brachland-Queste kennt auch jeder. Ne? Und auch die ganzen. Ganz Kalimdor kennt einer, die Quest eigentlich jeder. Ne? Desolate will ich nochmal spielen. Desolatze. Warum man das ausspricht, ich weiß es nicht. Ne? Aber. Was benötigt ihr? Oh, hier gibt es sogar Ringe. Fürchtet die Lebenden. Apotheker. Muss ich mich hier melden? Okay. Und jetzt sollte ich mich in Andorhal melden. Ich denke mal, dass die Quest aber auch für hier vorne sind, ne? Ja. Ich soll mich dann aber in Andorhal melden. Ja, das können wir machen. Ja, so, ich mache gleich eine kurze Aufnahmepause und dann geht's mit der Session hier auch weiter.
Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe die anders in Erinnerung. Ja. Egal. Kann uns ja egal sein. Wir wollen hier mal schon Platz machen. So. Aber jetzt kann ich hier die Fähigkeit noch wieder wechseln. Weil so macht das ein bisschen mehr Sinn. So. Aber wie gesagt, Jungs, bis in der nächsten Folge. Haut rein, Jungs. Da questen wir ein bisschen hier und